Jo Leute, hier ist Pyroalarm. Wir hatten zwar schon angekündigt, dass wir wieder Videos hochladen werden, aber dazu ist es jetzt in letzter Zeit nicht gekommen, da wir ziemlich viel um die Ohren hatten mit der Schule und so, Klausurenstress. Aber ich habe jetzt mal eine Lücke, wo ich was machen kann und dachte mir so, ja, machst du mal ein Video über deinen Restbestand. Also von mir jetzt, ob der andere noch was macht, weiß ich nicht. Ich werde ihn dann noch fragen. Aber genau, ich wollte euch den erstmal zeigen. Und zwar, wir fangen einfach mal an. Hier oben haben wir halt eine Bloody Mary Packung, allerdings ohne Bloody Mary, sondern mit Kneipsen drin, ganz vielen. Ich hätte mal alles so rausgenommen, Teufelstaz als Beispiel oder so. Gibt halt alles Mögliche. Ein Kneipsen. Ja, das. Moment. Genau, dann haben wir hier oben noch drei Raketen von Nico. Zweimal die Turbo. Einmal die Acid Blast, ne? Grünen Effekt, glaube ich. Ja. Dann haben wir oben noch eine kleine Tüte mit Jugendfeuerwerk, Klasse 1-fertige Irrlichter, was hatten wir noch? Alte Satelliten von Feist haben wir drin. Gold- und Silberregen, Knattermaxer. Ja, so eine kleine Mischung halt, Klasse 1. Dann haben wir hier noch Beutel voller Klasse 1-Artikel. Ja. Black Bulls. Schmetterlinge von Weko mit Kingsplay Logo. Dann haben wir noch ein bisschen was von Komet drin. Hier sind noch, glaube ich, Koboldfontänen. Das sind ja neue Dinger. Sind ja keine mehr von. Es sind keine Feuertöpfe mehr oder mit Zerleger. Die wurden ja geändert, warum auch immer. Weiß ich nicht. Hier oben eine kleine Klasse 2-Mischung. Frischen Fontänen halt. Badrum-Fontäne. Zwischen noch ein paar Böller halt. Bopi-Böller sind ja auch noch immer drin. Genau. Was haben wir noch? Da haben wir einfach noch eine kleine Packung mit Klasse 1-artige Spider-Lights und Alienfire. Die gab es bei McGuides für eine kurze Zeit. Die passt jetzt. Irgendwas was drin. Fire Snake und Knallschnüre aus dem Feuervogel-Set. Im letzten Jahr habe ich auch nie angemacht. Dann noch zwei Packungen Space Travel von Vico. Auch nicht angefangen, warum immer. Hatte so viel. Ja, hier haben wir noch ein Stück Holz. Ja, eine Packung XXL Magic Spinballs von Panda. Hatte ich auch noch nie. Wieder mal halt gucken. Dann haben wir hier nochmal so, Roman Candles von Vico. Römisches Licht halt. Sind ganz gute Dinger. Hatte davon auch zwei Packungen, aber jetzt habe ich noch drei hier drin. Hatte jetzt zwei Stück letztens geschossen. Ja, hier haben wir noch ein ganzes Set, ganzen Schinken. China Cracker von Nico. Ich habe gedacht, wenn du den jetzt anfängst, dann ist er auch sofort leer, aber nein, die halten sich ewig, die Dinger. Ja, dann haben wir hier noch ein Display Fireballs von Nico. Habe ich eine Packung aufgebraucht und eines angebrochen hier vorne. Wird auch nicht leer, aber kann man auch ein bisschen was mitmachen, sag ich mal. In Selfmade jetzt reinstecken und so. Ja, ich will noch eine Packung Alligator, was da drin ist. Ich glaube, Böller waren das. Und ja, hier sind ein paar Böller drin oder so. War mir erst auch nicht drin. So, ja, hier unten haben wir noch eine ganze Packung Chili Spinners. Fand ich hier ganz nett. Habe ich mir letztes Jahr zweimal bestellt. Dieses Jahr habe ich ja noch welche, also habe ich mir keine nochmal bestellt. Hier noch ein Schinken Komet Develler. Relativ alt jetzt schon. Also, wir haben hier einmal noch eine ganze Reihe mit Komet-Debellern voll und die andere Reihe, also der Teil hier vorne ist halt jetzt noch mit auch Debellern von Keller von. Die hatte ich mir letztes Jahr von Netto geholt. Aber war ganz. Also die Komet-Debeller sind mittlerweile einfach extrem laut, weil die schon so lange lagern. Ich muss mal alles leer bekommen dieses Jahr. So, dann die letzte Kiste hier drin ist genau die Packung von den Debellern von Keller. Da haben wir keine Debitte mehr drin, sondern allgemein irgendeine Mischung. Ein paar Wunderkerzen, ein paar Ninja Cracker von Nico, Moskitos, zwei Packungen, dann hier unten auch noch ein angefangener Great Bang, zwei Packungen hier nach unten. Cracknell und Knall ist auch noch dreimal drin. Genau. Also wir zwischendurch oder so. Das ist eigentlich so mein Bestand. Hier der Karton, der stammt von der Bestellung, die ich damals hatte letztes Jahr. Dieses Jahr kommt wieder einer. Versuch's auch ein Unboxing zu machen. Genau. Das ist so mein Bestand.
Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich werde mal ein paar Möglichkeiten wieder haben, was zu machen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen verbleibenden Tag oder Abend, wie auch immer, welche Uhrzeit ihr das Video gerade guckt. Und bis dann.